So, jetzt weiter mit einer neuen Runde Live. Wir sind wieder auf Amnesia of Life und ich habe. Ich habe alle Kommentare gelesen bezüglich. Warum sind wir Level 24 in Astria? What the fuck? Hat uns da geritten eigentlich? Hat uns. Ach ja, klar, wir wollten ja, stimmt. Okay, ich habe alle Kommentare nochmal gelesen. Es kam ja irgendwie letzten Tage echt viel Feedback und es kamen auch einige Ideen und Vorschläge und alles Mögliche bezüglich Amnesia Let's Plays. Und ich denke mal, wir haben hier auf alle Fälle einiges, was wir umsetzen können. Und ich hatte auch Lust davon, einige Sachen umzusetzen. Und wie gesagt, also müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das Ganze dann machen. Die Idee mit dem Lore-Ding wäre eigentlich nicht schlecht, nur ich glaube, ich müsste dann 2 Wochen so aktiv sein wie der Lord hier. Ich habe noch nie ein Event von dem gesehen. Nee, aber ich glaube, wir müssten einfach eine Zeit lang wirklich aktiv spielen. Und da ich halt Amnesia nicht als Main-Surfer spiele, ist es halt echt schwer. Ich müsste halt irgendwie, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie viel das die Lord-Events kosten, aber ich denke mal, Farm ist mal das eine Ding und ich müsste halt einfach immer online sein und halt Events machen. Und wahrscheinlich halt nicht nur Events, sondern ich denke mal, ihr würdet halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von mir erwarten, als halt nur irgendwelche Events. Also, irgendwelche Blood-Events, XP, Drop-Events. Das ist halt eben die Kehrseite. Ja. Das ist halt eben die Frage. Also ich denke mal, wie gesagt, Blood-Events, traue ich mir exakt nicht ganz zu, weil ich denke mal, das ist nicht gerade sinnvoll. Das wird nicht wirklich gut funktionieren. Von dem her denke ich einfach mal, ja, vielleicht haben wir die anderen 2 Ideen. Ups. Blade. Nice. Endlich wieder Equipment. Boah, jetzt geht's wieder ab hier. Jetzt geht's noch mehr ab als vorher. Easy One-Hit, gar kein Problem. Lol. Alter. Was ist denn das hier? What the fuck? Alter, wie schnell das geht. Krass. Ja, also auf alle Fälle, das war mal so das eine Ding. Lord macht wenig Sinn, aber die anderen Sachen, also mal eventuell auch mal mit den Admin so mal zusammenhocken, mal ein cooles Event überlegen, was man vielleicht auch mal aufnehmen könnte. Denk mal, ich werde da mal eine Mail schreiben oder so, oder je nachdem, einfach mal schauen. Und ja, also das ist auf alle Fälle was, irgendein Event zum Aufnehmen und so weiter, ist eine coole Idee, habe ich mega Bock drauf und ja, das können wir gern machen. Ist auf alle Fälle ziemlich cool, denke ich mal, vor allem, wenn man mal gerade mal so überlegt, wir könnten eventuell auch ein Event machen, was ein bisschen länger geht, vielleicht lassen die sich irgendwas einfallen, vielleicht irgendeine Invasion oder irgendwas cooles. Wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr Folgen draus machen kann, als jetzt nur irgendwie einmal 10 Minuten irgendein Event oder so. Und einfach ein bisschen Abwechslung, denke ich mal, wäre gar nicht mal so falsch. Sonst, wie gesagt, müsst ihr auch mal schauen. Und die andere Idee, was war die andere Idee? Da war noch eine Idee, glaube ich. Was war die andere Idee? Ich muss mal kurz spicken, sorry. So, Kommentare. Bereits gelesen. So. Genau hier, von Anonymous. Admin Gym Events, genau, schon durch. YouTube-Gelder. Mit der Gilde könntest du einfach mal alle Dungeons durchgehen. Ich denke mal, eine YouTube-Gilde, generell eine Gilde, wäre nicht schlecht eigentlich. Die Idee finde ich nämlich an sich ganz cool. Ich weiß nicht, ob hier welche online sind. Nee, natürlich nicht. Komplette Gilde ist im Prinzip tot oder so. Na gut. Ich halte es eigentlich für eine coole Idee. Ich weiß nicht, wie viele Spieler hier in der dazu sich halt motivieren könnten, in eine andere Gilde halt zu gehen. Ich meine, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich kann es halt nicht irgendwie halt gerade so großartige GW-Dinger und so bieten. Vielleicht einfach, dass jemand anders mal den Lead ist und beziehungsweise ich weiß nicht, wie es mit GWs abläuft, ob es überhaupt GWs gibt. Ich habe hier keine Ahnung, sorry. Könnte mal irgendwie
mir Bescheid geben oder so. Ich meine, GW selbst mitmachen und so, wäre mal eine Idee. Ich meine, wir haben hier jetzt allerdings einen Blade. Ich denke mal, das ist nicht so sinnvoll. Also, ja. Das ist was, wo ich vielleicht gerade so ein bisschen zöger, weil es gerade nicht so krass sinnvoll ist mit dem Blade. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie hier die anderen Klassen gebalanced sind und so. Kann auch sein, dass die relativ gut gebalanced sind, dass wir mit dem Blade auch ein bisschen was reißen können. Also nehmen wir ein bisschen mal schauen. Alter. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Muss man hier nicht den Master machen oder so? Und dann, na, ich denke, wir werden es vielleicht sogar in die Folge noch rausfinden. Und ja, wie gesagt, ansonsten kann man sich nicht vorstellen, wie soll man es hier machen? Erst Master und dann wieder Hero und so weiter. Oder wird hier Master übersprungen? Aber wir haben kein Master Skill. Auch kein Hero Skill oder so. Bin ich mal gespannt. So. Mal kurz schauen hier. Ich bin Richtung. Gehen wir ein bisschen gleich Richtung Kennys oder so. Denkt man, das zum Laufen jetzt am chilligsten. Und vom Damage her sollten die generell nicht so krass sein. Ich habe mal 16 HP. Und Sackblatt. Ja, ich denke, das passt. Sollte mich einigermaßen gut zurechtkommen damit. Ups. Element. Ach, dieses Carpet nicht aufheben soll. Was soll es keine Quest, die Seiste einsammeln? What the fuck? Hab ich die gerade von Hand eingesammelt? Was ist gerade? Wie viele Flaps waren das gerade? Okay, vermutlich eins. Oder weniger als eins. Es läuft sich ja hier, als wäre ich ja schon im Löffelbereich. Also, ich meine, die kenne ich ja so mit 3, 4 Hertz weg oder so. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Ich glaube, ich hatte nicht mal Skills, oder? Nee, da bestimmt keine Skills. Na gut. Fangen wir an. Oder fragen wir erstmal, ob Skills sind. Laufen Skills. Wir hätten uns vielleicht einfach echt einen Wuggy Leech machen sollen. Hätte echt was ausgemacht. Wäre vor allem sinnvoll gewesen, denke ich mal. AFK, was auch sonst. Aber da habe ich immer das Glück mit Partys und Party-Skills und so. Aber gut, ich denke, es läuft auch ohne Party-Skills ganz gut. Also, naja, schön wäre es klar, aber naja. Chips, heißt, wir bräuchten noch 6,5k. Ich denke mal, das kriegen wir relativ schnell, oder? Also ich denke mal, bis wir 175 sind, glaube ich, stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass wir die hier schon... Ja, vielleicht nicht ganz, aber 7k oder so sollten wir, denke ich mal, dann schon haben an Chips. So, kurz den Bluff buffen. Genau, sind wir Level 89, perfekt. Sollte natürlich dann mal unser Equipment mal ordentlich erwecken und so. Ich weiß, das ist natürlich etwas, was schon seit Ewigkeiten ansteht. Vor allem diese Gowns hier sind noch so schlecht. Auch die Suit ist jetzt nicht so geil. Sollten wir uns vielleicht echt mal dranhocken. Würde, denke ich, mal Sinn machen. Wollen nicht mal... Oh Gott, wenn man nicht mehr Ding macht hier. Unsere Suit mit 28%. Und nicht mal unsere Axt mit A-Karten, oder? Doch, haben wir.
denke, eine neue Party lohnt sich jetzt echt nicht mehr. Ach, ich habe schon gedacht, den Slayer-Skill. LOL. Das ist egal. Vor allem, wie lange der hier hält. Wie lange? 36 Minuten noch? Alter, Verwalter. Von YouTube. Naja, von YouTube bin ich jetzt eigentlich keiner. Ich meine, es wäre zwar ganz cool bestimmt für Google zu arbeiten, aber... Ja. Damit wahrscheinlich auch irgendwie im Monat. Keine Ahnung. Wie viel verdienen wir bei Google als Praktikant? Ne, das war bei Apple, glaube ich. Na, wenn Silicon Valley, glaube ich, verdienen ja irgendwie alle so Unmengen an Geld. Aber ich denke, es wäre bestimmt eigentlich ganz cool, mal irgendwie so. Also jetzt nicht nur das Geld deswegen, aber einfach generell mal so bei Google ein Praktikum zu machen oder so. Oder einfach mal reinzuschauen, einfach mal nur die Firmen irgendwie besichtigen. Die ganzen Gebäude und so, die Bürogebäude und... Boah, das ist so ein Surferzentrum von Google. Ich würde so gerne reingehen. Ich würde mir das so gerne mal anschauen. Ich glaube, das ist nämlich richtig interessant. Generell irgendwie so diese... Ich meine, ich weiß nicht, ich war jetzt in einem normalen, also Anführungsstrichen normalen Rechenzentrum von einem größeren Haus da. In München mal. Und ich meine, das Ding war schon echt fett. Aber ich denke mal so, die Google-Rechenzentren, die werden... Ich weiß es nicht. Fährst du schon erstmal so an 10 AKWs vorbei, dann kommt irgendwann mal so ein total abgeschottetes Rechenzentrum. Nee, aber... Nee, ich kann mir vorstellen, dass die echt fett sind, die Dinger, also... Ich kann mich an Namen immer schlecht erinnern. Ich glaube, du hieß irgendwie so Kaito oder so. Name sagt mir irgendwas. Warte mal, er weckt ist es schon, ja, genau, 20. 20 STR, wir sollten 20 STR oder 5 Kritschaden. Aber gut, andererseits halt das Ganze irgendwie nochmal neu erwecken und so. Boah, ist auch blöd. So. Ich sollte mal wieder das Video ausmachen, sonst laggt es mich minimal. Ich bin jetzt auch mal gespannt und so. Ich habe jetzt meine Mail an die DrownCon geschrieben. Also aka rausgekommen. Und ja, bis jetzt kam keine Antwort. Das war jetzt vor genau einer Woche an die Beschwerdemail, also an die Beschwerdeadresse da. Und ich bin gespannt. Also bisher keine Antwort. Seit über einer Woche oder seit einer Woche warte ich jetzt schon. Gestern Abend konnte ich 1080p Videos kurzzeitig anschauen, dann ging es nicht mehr. Ob die jetzt wirklich an dem Problem arbeiten oder ob das einfach irgendwie, ob ich nie eine Antwort kriege oder ob ich einfach eine Antwort kriege, es liegt an mir oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade aktuell echt unsicher, was ich von der Telekom halten soll. Ich meine, ich denke, ich werde meine Meinung wahrscheinlich ändern, nachdem das Ganze dann durch ist. Ich bin gespannt. Also ich meine, einerseits das komplett zu ignorieren und so, oder die Beschwerde komplett zu ignorieren, die halt, also nicht halt irgendwie aus Flame besteht, sondern halt sachlich formuliert ist und so. Ich meine, das zu ignorieren wäre natürlich schon, also wenn ich es bei allen machen, wäre das schon krass geschäftsschädigend. Andererseits ist halt die Telekom und dank Lobbyarbeit brauchst du ja auch, kannst du auf Kundenorientiertheit scheißen. Ich meine, warum auch? Machst du ein bisschen Lobbyarbeit und dann, dann entscheidest du, wer bei dir im Vertrag ist oder wer nicht. Also ich meine, so läuft's im Prinzip. Kannst du vor Vodafone gehen und bist trotzdem bei Telekom, also... Von dem her, entweder du verzichtest ganz aufs Internet oder du bist bei Telekom. Zumindest in vielen Bereichen oder in vielen, vor allem ländlicheren Gegenden in Deutschland ist es halt einfach so. Und wie es halt eben auch bei mir ist. Also von dem her, entweder du bist bei denen halt oder verzichtest ganz aufs Internet. Und weil natürlich keiner aufs Internet verzichten will und kann und was auch immer, ist es natürlich einfach scheiße und von dem her ist dann natürlich jeder lieber bei Telekom als nirgendwo. Aber wie gesagt, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Support ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er relativ nett ist und relativ kompetent ist.
ich hoffe jetzt einfach mal wirklich auf Kompetenz. Also ich hoffe wirklich auf Kompetenz, auf, also so, seriously Kompetenz oder serious Kompetenz. Ob die mir den Wunsch erfüllen, bin ich mal gespannt. Ich meine, man weiß es nicht. Ich werde auf alle Fälle nochmal drüber berichten oder generell mal davon berichten, wie es denn gelaufen ist. Sollte ich jemals eine Antwort kriegen? Wie gesagt, ich denke mal, eine Woche ist um. Also langsam sollte eine Antwort kommen. Denke ich mal. Aber mal schauen. Naja, da würde ich sagen, wir sind auf Level 98. Mit Master hat es nicht so ganz geklappt. Wir müssen weit weg noch, aber wir kriegen 4% pro Mob. Warum kriegen wir so wenig XP? Okay, wir haben kein Leech und kein XP und haben und so weiter, aber... Oh, Rito, please. Na gut, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Amnesia Fly-LP.